Ja. Habe ich hier bei einem Geschäft angerufen? Ja. Also, Sie der Herr Larioris Lausenbengel? Ja, von der Fischersammelstelle. Bitte? Von der Fischersammelstelle. Also, mit dieser Telefonnummer wurde ja eine Anmeldung gemacht über Online-Handel, mein Herr, über Online-Trading, Ja. ne? Und wollte ihn erstmal fragen, ob Sie Erfahrung haben und ihm ein paar weitere Informationen mitzuteilen und unsere Plattform vorstellen. Ja, das können wir Ne? gerne machen, aber wir müssten von dem Mein Herr, müssten wir auf My Lord umsteigen. Das würde ich besser finden. Bitte? Nicht My Herr, das heißt My Lord. Also. Ja. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt es schon gehört. Heute wird's wieder unterirdisch. Ja, wir schaffen es jedes Mal, das Gesprächsniveau noch ein kleines bisschen weiter zu senken. Tja, und der nette Betrüger, der hilft dabei. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Also, ja, tut mir leid. Also, Sie sind jetzt bei der Arbeit, oder? Nö, ich hab Zeit. Ich lass doch die anderen Viecher hier alle arbeiten. Ja, okay, dann alles klar. Also, ich nehme an, Sie haben einen Computer, oder da bei Ihnen haben Sie einen Computer? Nee, ich hab einen Apple. Ich hab keinen Computer. Ich hab so richtiges mit so einem Apfel drauf. Ach so, das ist ja auch ein Computer, ne? Also, ein Rechner sozusagen. Ja, ein Dann Rechner. ist es, Aber ein ja, Computer ist ja genau. Microsoft und Apple ist halt Apple. Ja, okay, dann alles klar. Also haben Sie einen Arbeitsplatz, zum Beispiel wie TeamViewer oder Anydesk? Benutzen Sie eins davon? Ja, ich hab, überwache hier meine ganzen Mitarbeiter, ja. Die überwache ich alle und die müssen alle machen, was ich sage. Deswegen müssen die mich auch alle My Lord nennen. Ja, schon, aber ich frage ja, ob Sie Anydesk benutzen. Nee. Okay, das ist ja ein ganz kostenloses Applikation und auch klein, damit wir zum Beispiel uns erstmal miteinander verbinden können und damit Sie ja zusammen das schauen können, also die Plattform und ich Ihnen alles zeigen kann über unsere Unternehmen und wie das mit uns läuft mit dem Handel. Ne? Ja, machen wir ohne Anydesk. Deswegen, bitte? Machen wir ohne Anydesk. Wie sollen wir das denn machen? Sie sagen mir, wo ich Ohne klicken soll, und dann klicke ich da. Anydesk. Ja, also das ist ein bisschen schwierig, aber wir können das auch so machen, ist kein Problem. Also, Sie können ja bei Switcher gehen auf Google, auf Safari, ja? Ist das Gleiche vom Prinzip. Ja, eben, ne? Also, soll ich Ihnen das am besten buchstabieren? Was denn? Also, Switcher, unsere Plattform. Ich mach mal auf, Moment. Sekunde. Der Rechner ist noch nicht ganz da. Oh, Moment. So. Was macht man da eigentlich so Schönes bei Ihnen die ganze Zeit? Also es gibt ja die Möglichkeit, dass Sie mit einem Finanzexperten arbeiten können und auch damit ja erstmal Handel machen. Er kann Ihnen Tipps und Ratschläge geben, Ihnen auch zeigen, wo das beste Möglichkeit ist, das Gewinn rauszubringen. Ja, es gibt ja auch Bonusse von unserer Seite aus, damit Sie erstmal es austesten können, zum Beispiel mit den ersten 2 Wochen, wie es für Ihnen läuft sozusagen. Ne, ob es Ihnen die Profite gefallen, normal gibt es ja auch ein bisschen Risiko, man kann auch einen kleinen Verlust machen, Ja. aber unser Interesse ist ja, dass Sie Profite erwirtschaften, da wir auch daraus auch Profite erwirtschaften können. Ne? Also, Sie können jetzt die Webseite besuchen, switcher.com, also switcher.e. Soll ich das für ihn buchstabieren? Hallo? Ja. Soll ich für ihn das buchstabieren? Ach so, Moment, ich muss mal gucken, ob jetzt der Rechner hier fertig hochgefahren ist. So, jetzt ja. Jetzt mache ich ja kurz noch Internet an. So, Hm. und jetzt braucht das auch noch eine Weile. Moment. Und wie viel kann man da bei Ihnen verdienen? Also ist abhängig, wie viel ja investieren, ne? Weil zum Beispiel mit einem kleinen Betrag, wie die meisten anfangen, 200, 300 Euro kann man ja nicht 10.000 im Monat erwirtschaften, ne? Ja, womit kann man denn 10.000 erwirtschaften? Weil dann zahlen wir genau das ein. Im Monat möchten Sie so viel machen. Ja, genau, so 10.000 im Monat wäre schon ganz nett. Kann ich hier, dann mache ich Urlaub. Also, damit Sie ja 10.000 im Monat machen können, können Sie ja mit 1.000, 1.500 anfangen. Joa.
Und wir geben Ihnen auch einen Bonus dabei, damit Sie ja auch daraus mehr wirtschaften können. Also erstmal, um auszutesten, ne? Dann haben Sie auch einen größeren Betrag sozusagen und können Sie ja auch sichere Profite machen, da unser Bonus wirkt auch als ein Kapitalschutz. Ja genau, dann würde ich erstmal mit 1500 Euro testen. Ja, da ist ja gar kein Problem. Ja klar, genau, ist gar kein Problem sowas. Ich find's einfach nur noch verwerflich, bedenklich und ich weiß es nicht. Also ich meine, der wirkt ja jetzt hier schon mal nicht ganz so blöd, auch wenn er ziemlich viel Quatsch erzählt und das Ganze eigentlich nicht wirklich Sinn ergibt, was er da so von sich gibt. Aber naja, das Schlimme ist, der ist zumindest schon mal nicht so drauf wie die meisten anderen Betrüger. Ich meine, zuhören und verstehen ist bei ihm auch so eine Sache, aber ja, der ist doch tatsächlich so ein kleines Tickchen schon mal besser als die anderen Betrüger. Und besser ist in dem Fall nichts Gutes. Sie können jetzt die Webseite besuchen. Haben Sie den Internet an? Ich versuch's noch. Der Rechner, der quakt sich noch nicht aus hier. Wir können das auch mit Handy machen. Ist ja gar kein Problem, ne? Och nö, das ist mir zu fummelig. Da kann man ja nichts sehen. Ah, okay. Haben Sie mal versucht, ein Porno auf dem Handy anzugucken? Ist ja voll scheiße. Also das brauchen wir ja nicht machen. Wir sind ja schon verheiratet. Was, wir sind schon verheiratet? Ja. Ach so. Na dann. So, ich glaub's kaputt. Moment. Hallo? Hallo? Hier. Da war irgendwie da war jemand in der Leitung. Bitte? Da war jemand Fremdes in der Leitung. Achso, ich weiß ja nicht. Ja, ich auch nicht. Vielleicht hat Alibaba da irgendwie einen Stecker gezogen oder so. Oh Mensch, da passiert ja auch nichts mit dem Internet. Das sieht hier ja auch nicht auf, so eine Schrottkiste. Ich glaube, ich muss gleich mal wieder ausrasten eine Runde. Oder ich schreie gleich irgendeinen Mitarbeiter an, weil die haben es eh verdient. Ja, genau, wir können dem Hartmut einfach mal sein Gehalt nicht auszahlen. Weil der hat nämlich so einen Sohn, der liegt krank im Bett. Ach ja, nicht wundern. In den Kommentaren wurde sich das ein oder andere Mal gewünscht, dass ich hier einen ziemlich arroganten Schnösel spiele. Bitteschön, Hammer gemacht. So, jetzt haben wir fast. So, jetzt. Also Switcher, S-W-I und dann? Theodor Cäsar Heinz. Switch, achso, so wie Switch und dann E-R. E-R-E, also Emily Robert E. Emily okay. Nochmal. Und dann .com.io. Ja, .com, geht schon. So, Switch, Switch-Ehre. Aber ja, genau, Switch-Up, so. Als Dödelchen noch ein bisschen, das braucht noch. Noch nicht fertig. Hm. Jetzt habe ich auch 10.000 Mal Firefox auf. Oh, das ist wohl, wenn man nicht warten kann. Aha. Was nun? Nun ist doch Alibaba hier in der Leitung. Bitte? Ja, jetzt war Alibaba gerade in der Leitung. Wie meinen Sie Alibaba in der Leitung? Ja, immer wenn du da irgendwie ausdrückst, ist wer anders in der Leitung. Nee, also. Doch. Ich warte einfach auf Ihnen, bis Sie antworten, aber. Wer kann anders sein in der Leitung? Weiß ich nicht. Immer wenn du da drückst, dann macht's Knack und dann ist Alibaba in der Leitung. Hä, verstehe ich ja nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ist egal. Also jetzt müssen wir hier mal weiter gucken, weil es. Oh, das lötet, das passiert nicht. Das ist ja furchtbar. Also, ich habe in jedem switcher.com und dödelt und rödelt und. Was braucht noch? Es ladet, meinen Sie? Ja, es ladet, ja, genau. Ja, so ja, wäre das perfekt in Hochdeutsch gewesen. Ja. Neu laden, da oben. Na, wenn ich jetzt nochmal neu lade, dann dauert es noch länger, weil jetzt öffnet sich nebenbei noch der Firefox. Weißt du, wenn man hier so einen Rechner zu schnell hochfährt und dann überall ganz Welt drauf rumdrückt, wie so ein Behinderter, und tausendmal die Internetfenster aufmacht, ja, dann hast du halt den Salat, ne? Dann kommt das alles nacheinander und, ja, das haben wir jetzt hier gerade. So, jetzt habe ich aber jetzt ist das so eine blaue Seite, das ist hier so ein, das ist aber nicht eure Seite. Ich dachte, ich komme hier auf eure Trading-Seite, das ist doch hier bloß eine Geldtausch-Seite. Ja, schon, also hier können Sie ja auch das Trading machen und alles, ne? Wohnen? Also, Sie sehen ja, da oben steht Register, ne, oder Registrieren auf Deutsch. Ja, registrieren und anmelden. Ja, registrieren und anmelden. Sie können sich registrieren mit E-Mail und Passwort, ne? Na, dann machen wir das jetzt erstmal. Ja, machen Sie gerne. Ist ja furchtbar hier mit dem Rechner. Ich glaube, da muss ich wohl auch irgendwie mal ihn nicht ausbezahlen. Da kriegt man wohl einer Kenial, dann kaufe ich mir einen neuen Rechner, dann machen wir das so. Ich habe auch kein Problem, wir können es auch so machen, ne?
So. Tja, ich glaube, ich sollte mal in der Zwischenzeit erstmal an meinem Kaffee kurz mal ein bisschen dran lutschen, weil das dauert da gerade noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben den Rechner überfordert. Ja, vielleicht, vielleicht. Ach, Mann, voll Spaß. So, Moment. Ich bin jetzt eigentlich verschluckt. So, dann gucken wir mal wieder. Gehen wir zurück hier. So, gucken wir mal, ob die Web... Nö, sind wir noch im Arsch. Es braucht, es lädt, es dudelt. Man sagt ja immer, man soll warten, bis die Blinkerlampe vom Rechner fertig ist. Dann darf man dran rumspielen. Ja, haben sie vielleicht zu schnell gemacht, ne? Ja, viel zu schnell. Ich habe gleich, als ich hochgemacht habe, ich habe den angemacht, dann war der da, dann habe ich sofort alles aufgemacht und das öffnet sich gerade alles noch. Ja, eben. Aber ich habe ja jetzt auch nicht mit gerechnet, dass da einer anruft und mir Geld schenkt. Bitte? Also nee, also ich heißt ja nicht, dass ich ihnen Geld schenke, weil das ist eine normale Investition. Also es gibt ja auch kleine Verluste normal. So. Aber wir schauen weiter, dass der Kunde mehr verdient, ne? Weil das ist ja nicht abhängig an uns, ob sie gewinnen oder verlieren zum Beispiel, weil der Markt ist ja verschiedentlich und man kann ja auch verlieren, aber auch gewinnen. Ja, aber ich will ja nicht Kunde sein, ich will ja, wenn, dann ihr Lord sein. Bitte? Aber ich will ja nicht als Kunde angesprochen werden, wenn, dann will ich schon ein Lord sein. Also, wenn Sie schon mit uns arbeiten, dann sind Sie schon ein Kunde bei uns. Also was? Ja, aber dann müssen Sie sagen, my Lord. Dann müssen Sie sagen, my Lord. Mein Lord? Ja. Benutze ich eigentlich nicht, aber okay, machen wir ein... Ja. So, ich habe mich angemeldet, glaube ich, aber jetzt soll ich einen Code überprüfen von meiner E-Mail. Ach Mensch, am Hörer. Ja, genau. Auf jeden E-Mail kommt jetzt ein Code, ein vierstelliger Nummer, glaube ich. Und den geben Sie auch dann dort bei der Seite von... Da Twitch haben Sie aber ganz schön aufgerüstet, ne? Dass man sich nach dem Registrieren dann noch einen Code von der E-Mail, ne? Also das hat ja wirklich noch keiner geschafft. Also auch für das Handy ist das auch so. Ist das nur zum Überprüfen, also dass das richtig angegeben ist, und wenn es irgendwas gibt, dann werden Sie auf eins oder andere kontaktiert. Nur so eine kleine Randinformation, der Typ hört mich jetzt gerade nicht. Halt mal Sabbel. Nicht antworten auf uns per Handy, der versucht mich auf einer Geldtauschbörse anzumelden. Oder E-Mail, ne? Hallo, sei doch mal still jetzt. Der versucht mich auf einer Geldtauschbörse anzumelden und will mir sagen, das ist eine Handelsplattform. Da ist das völlig gelogen. So, ja, und du? Ja, ich bin hier. Was mache ich jetzt? Also, Sie haben den Code eingegeben, oder? Nee, der kam noch nicht. Ah, das dauert bei mir auch 10 Minuten, bis eine E-Mail ankommt. Dauert? Wieso sollte das dauern? Ja, weil erstmal ist das Postfach total zugemüllt. Ich habe ja schon 20 GB dieses Jahr an E-Mails gekriegt. Alleine dieses Jahr, damit meine ich 2022. Letztes Jahr habe ich alle gelöscht. Ich musste sogar schon den Speicher erweitern von meinem Postfach, weil so viele E-Mails kommen. Aber nun ist das Ding natürlich so rotze langsam, dass da kannst du, ja, Kaffee trinken halt, ne? Naja. Dann mal halt mal warten. So. Und wann hast du heute angefangen, da bei dir auf Arbeit? Hä? Wann hast du da bei dir heute auf Arbeit angefangen? Wann ich das Arbeit angefangen habe, heute meinen Sie? Ja. Ja, so gegen 10. Ach du Scheiße, da habe ich noch nicht schlafen. Ja, also... hat jeder seins, ne? So, also vor 12 ist mit mir noch ja nicht anzufangen und bis 13 Uhr bin ich erstmal noch nackig. Und dann geht's erstmal überhaupt los. Jeder seins, ne? Heißt ja nicht... Ja, ich heiße ja nicht umsonst, my Lord. Ja, ja. So... Ja, wo muss ich denn... Achso, ich sollte auf die E-Mail warten, ne? Ich hab schon... Ja, genau. Gucken Sie vielleicht bei Spam. Ja. Vielleicht kommt es dort an. Das ganze Postfach besteht nur aus Spam. Das ist ja, wo ich gucke, ist immer Spam. So. Nee, ist noch nicht da. Hier, Dietmar Hops will von mir eine Spende haben. Steht hier eine E-Mail. Was haben wir noch? Traumhaus gesucht. Meine Güte, was da so für komisches Zeug ankommt den ganzen Tag, ne? So, nö, ist aber noch nicht sinnvolles angekommen. Also bei Spam kommt es immer, also diese erste E-Mail kommt immer dort. Und da
da ist es, also hundertprozentig wird es da kommen, wenn es noch nicht angekommen ist. Ja, aber das ist hier ein komisches Postfach, da kommt der Spam im Posteingang an, das ist hier schon so richtig. Aber ich habe ja noch, hallo, das bestimmt war so hier, wir haben einen nicht beanspruchten Geldbetrag. Oh, guck mal, da will mir noch einer Geld geben. Was meinen Sie denn? Na, hier steht, hallo, das kommt von Silvia Trindigro, keine Ahnung, kann man nicht lesen. Und dann steht hier, wir haben einen nicht beanspruchten Geldbetrag von 4, ich glaube, das sollen 4 Millionen sein, da ist so ein komisches Unzeichen vor, ist so ein Codefehler in der Umsetzung. Und mit Ihrem Namen verknüpfen könnte das heißen? Das könnte verknüpfen heißen, dass wir da so ein Umlautfehler drin. Der mit Ihrem Namen verknüpfen ist. Senden Sie Ihre Vollendigung, Name an und dann, das war's eigentlich schon. Das sind bestimmt auch irgendwelche Werbungen oder sowas, weil... Ja, das sind meistens Scammer, die mir hier über die E-Mail schreiben. Vielleicht, ich weiß nicht. Ja. So, aber da kommt jetzt kein Code, da habe ich auch keine Lust mehr. Also Switcher ist auf jeden Fall keine Handelsplattform, das wissen wir ja beide. Schauen Sie nochmal bei Switcher bei der Seite, ob Sie den E-Mail richtig angegeben haben. Ja. Weil es sollte ja direkt kommen und Switcher ist ja eine Handelsplattform und nee. Auch... Switcher ist eine Geldtauschbörse. Ja, Geldtauschbörse und Handelsbörse, wer hat Ihnen das gesagt? Naja. Das ist nicht Handelsbörse. Na, wo ist es denn Handelsbörse, weil ich sehe ja nichts mit Handelsbörse. Also. Ja, Sie haben sich ja noch nicht angemeldet, mein lieber Wieser. Naja, gut, aber die werben ja nur damit, dass das eine Geldtauschbörse ist. Dann würden Sie auch hinschreiben, guck mal, kannst du handeln, oder nicht? Ja, kann man auch handeln, aber erstmal, ja, registrieren Sie sich erstmal vollständig und dann können Sie schauen. Hab noch nicht gesehen. Ja, werden Sie ja aber sehen, nachdem Sie ja den Registrierung vollständig haben. Ich soll wieder den neuen Code eingeben, aber der muss ja erstmal kommen, ne? Ja, Sie haben den E-Mail richtig eingegeben, ne? Ja, ja, klar. Ja, dann gibt es keine Möglichkeit, dass das nicht kommt. Ja, wie gesagt, das Kommen, das dauert halt eben durchschnittlich so 10 Minuten bei dem Postfach, weil das schon so überlastet ist, da kommt halt nur Rotze an den ganzen Tag, ne? Haben Sie denselben E-Mail-Adresse auch auf dem Handy? Nee, da habe ich das nicht. Das habe ich zur Sicherheit getrennt voneinander. Aha, verstehe. Weil da müsste ich das mit dem ganzen VPN-Bums denn da noch für das... Ja, nee, da habe ich keine Lust. Aber hier kann man nicht handeln auf der Seite. Ich finde nichts mit Handeln. Hier steht, kontaktieren Sie uns. Das gucke sogar in Impressum gibt's hier. Aber das seid nicht ihr von der Seite hier. Das ist nicht eure Seite. Wie soll das nicht unsere Seite sein? Nee, das ist ja hier bloß eine Geldtauschbörse. Mein Lieber, Sie haben sich ja noch nicht registriert. Deswegen können Sie ja da noch nicht schauen... Wie das läuft. Doch, bei doch, Switcher, das kann also. Ich ja, ich kenne ja auch Switcher so als Webseite, das ist klar. Switcher ist einfach nur eine Geldtauschbörse. Du kannst halt von auf Switcher kannst du aus Bitcoin, kannst du Ethereum machen, oder aus Euro kannst du auch Bitcoin machen oder Ethereum oder auch noch viele andere Währungen. Aber ja, mit, man kann aber auch investieren, ne? Na, aber nicht auf Switcher. Das sagt ja schon der Name. Ja, was hat das damit zu tun? Der Switch heißt tauschen. Ja, Switch tauschen, aber mit Panda, hat was mit Panda, zu tun, oder wie? Ja, nee, das ist ein gutes Argument, aber nee, in dem Fall dann nicht, aber hier soll ja der Name das schon andeuten, was man macht, und sogar das Logo ja, nee, ist ja wie ein Tauschgeschäft dargestellt. Mein Lieber, wenn Sie Kunde werden, dann haben Sie... Nee, nicht mein Lieber, mein Lord. Dann haben Sie ja Ihre eigenen Plattform, wo Sie mit den Experten handeln werden, nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Wertpapiere und Krypto. Ja, aber ich kenne doch Switcher. Mir ist Switcher bekannt. Ich nutze Switcher ja schon. Mir ist Switcher bekannt. Ich kenne die Seite. Da kann man, kein. Ja, aber auf Switcher kann man nicht handeln. Ja, das sage ich ja Ihnen. Man kann ja auch klein handeln nur mit Kryptowährungen, aber wenn Sie zum Beispiel Kunde werden und mit einem Experten das Handeln machen. Dann heißt es ja so, dass Sie das auf einer richtigen Plattform machen mit den Experten. Ja, aber gerade hast du gesagt, das macht man dann auf Switcher. Und Switcher ja, ist aber keine Handelsplattform. Ja, klein, also mit nee. Kryptowährungen. Ja, da kannst du Kryptowährung tauschen, manuell per Hand, aber das ist ja keine, das ist ja nicht das gleiche wie eine Trading-Plattform. Ich kenne mich da schon aus. Ein bisschen mit, ne? Das ist so. Ja, aber nicht so ganz. Ja, aber Switcher ist auf jeden Fall nicht eure Seite. Das ist schon mal Fakt. Also, Oh, den Kumpel da von dir im Hintergrund das, hört man ganz schön doll. Wie kommen Sie dazu, dass das nicht unsere Seite ist?
Ich glaube, du weißt selber, wo du arbeitest, ne? Das muss ich dir, glaube ich, nicht erklären. Was meinen Sie? Naja, dass das Betrug ist, ist doch offensichtlich. Was denn? Na, das, was du machen sollst am Telefon. Wie, was ich machen soll? Also, wie, möchten Sie jetzt mich verarschen, oder wie? Nee, das, ja, kann man so sehen. Aber letztendlich verarscht ihr wie ja die Kunden. Wie kann man sie so sehen? Was meinst du? Ja, ist ja okay, wenn du das so siehst. Aber letztendlich verarscht ihr doch die Kunden. Das Geld steckt sich doch dein Chef in der Tasche. Du hättest mir jetzt gleich ein Krypto-Wallet gegeben und dann hätte ich meine Kohle an deinen Chef sein Konto überwiesen und dann wäre Ende im Gelände. Was? Ja, genau. Tja, also ich habe das ganze Spielchen hier tatsächlich heute mal so laufen lassen. Ja, und was anderes als ein Spielchen war es hier auch tatsächlich nicht. Er wollte mir weismachen, dass ich mich hier auf einer, ja, weiß ich nicht, auf irgendeiner Krypto-Webseite anmelde. Dabei ist es gar keine. Es ist nichts anderes als eine öffentliche Tauschbörse, wo man halt sein Geld in verschiedene Währungen tauschen kann. Ja, aber dass ich das Geld hier allerhöchstwahrscheinlich, dazu sind wir ja nun nicht mehr gekommen, aber tja, nicht auf mein Krypto-Wallet einzahlen soll, sondern er mir seine Krypto-Wallet gibt, um dort mein Geld ja, einzuzahlen, also Euro in die Währung, die er gerne hätte, auf sein Krypto-Wallet. Tja, erzählt hätte er hier mir natürlich, dass das mein Krypto-Wallet wäre. Ja, aber was da dann passiert, ist klar. Ich überweise mein Geld an sein Konto, und zwar an sein Krypto-Konto. Womit sich dann die Nachverfolgung und sämtliches anderes mit dem Geld dann komplett erledigt hat. Tja, und so wollen die an eure Kohle. Und arbeiten tun die ja auch nicht dafür. Er gibt ja nicht mal irgendwelche sinnvollen Informationen dazu. Und, tja, ich fand es auch irgendwie kurios, dass er immer wieder versucht hat, daran festzuhalten, dass das seine Webseite ist, also zu seinem Unternehmen gehört und dass das eine, ja, eine Trading-Handelsplattform ist. Zum Schluss wollte er mir dann noch erklären, man kann ja auch mit Währungen tauschen. Ja, natürlich könnte ich mir Bitcoin kaufen und das, wenn der Kurs günstig ist, in Ethereum tauschen oder in Dogecoin oder was weiß ich. Das ist aber dann nicht Handeln am Tradingmarkt. Das ist natürlich Währung tauschen. Ja, das kann man machen. Also natürlich könnte man auch Euro nehmen, damit ins Ausland fahren, den Euro tauschen, auf einen günstigen Moment warten und den Euro wieder zurücktauschen. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Auch da könnte man, also alleine wenn man in Urlaub fährt, ne, ihr fahrt jetzt irgendwo in ein Land, wo man die Euros in eine andere Währung tauschen muss, dann kann es unter Umständen vorkommen, dass ihr, wenn ihr 1 Euro tauscht, dafür 10 irgendwas bekommt und beim Zurücktauschen von den 10 nicht nur wieder 1 Euro, sondern 1,50 Euro nachher habt. Das kann passieren, je nachdem wie der Weltkurs gerade so mit der Währung steht. Ja, aber das hat jetzt nichts mit Handeln am Tradingmarkt mehr zu tun. Das ist einfach nur Währung tauschen. Tja. Aber weiß ich nicht, was der hier eigentlich wollte. Er ist ja nett und freundlich geblieben und hat's auch seriös versucht. Seriös war das hier aber trotzdem nicht. Und von daher passt schön auf, was ihr so für Geschäfte am Telefon macht. Am besten gar keine. Denn jedes Geschäft am Telefon, das klingt schon einfach falsch. Denn Geschäfte, die macht man nicht mal schnell zwischen Tür und Angel am Telefon, sondern man sollte schon ganz genau überlegen, was man da tut. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, in die Kommentare zu schreiben und wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit jede Menge weitere Videos von diesem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.